Willkommen, Benroth. Also, grün und idyllisch ist es hier schon mal, aber das gibt's ja auch in anderen Örtchen. Was macht Benroth also zum ökologischen Dorf der Zukunft? Vorsicht, wer das fragt, löst hier einen mittleren Staatsempfang aus. Das Komitee, Herr Demmer, Frau Bayer und Frau Thiemer, Ökodorfbeauftragte. Was folgt, ist eine straff organisierte Infotour durch den Ort. Erster Halt, Frau Thiemers Garten. Zugegeben, ein wunderschöner Garten, aber was ist jetzt hieran genau ökologisches Dorf der Zukunft an Ihrem Garten? Ich versuche halt irgendwo die Natur ein bisschen in den Garten zu bringen, indem ich die Hummeln anlocke, die an den Königskerzen sich gerne verlustieren, und dafür habe ich diese Insektenhotels gemacht. Normalerweise sind das Gabionen, die mit Steinen gefüllt werden. Halt, Moment, Insektenhotels, das sind diese kleinen Gebäude hier. Genau, normal, das nennt sich Gabionen. Normalerweise sind die mit Steinen gefüllt. Und ich habe halt gedacht, ich versuche mal was anderes und versuche da Insekten hinzulocken, indem die da halt einen Unterschlupf finden. Und funktioniert's? Weiß ich noch nicht. Ist noch ganz neu. Ich bin noch in der Testphase. Es sieht aus wie eine, aus meiner Sicht, ganz gewöhnliche Mauer. Ist es aber nicht. Nee, es ist eine Trockenmauer und da wachsen auch sehr viele Pflanzen. Hier haben wir die Erdbeeren. Hier ist auch gerade noch so ein kleines Erdbeerchen zu sehen. Aber das, kann ich das essen? Ja. Und was noch? Ökologisch unbedenklich. Hier wächst ein Farn. Aber nicht sehr groß, die Erdbeere. Nee, aber mit Geschmack, oder? Absolut, köstlich. Also, es geht nicht immer um die Größe. Das stimmt. Es gibt aber noch jemanden hier, der einen etwas alternativeren Ansatz verfolgt. Herr Osterhammel. In Kursen erklärt er Managern, wie sie noch bessere Manager werden können, und zwar durch Pferde. Jetzt bin ich gespannt. Was können Topmanager von Pferden lernen? Top-Manager können von Pferden viel über das eigene Verhalten lernen, über Ursache und Wirkung, über Folgen und Führen, ganz viel über Vertrauen und Respekt. Die meisten Menschen können das 1:1 übertragen. Und vor allen Dingen lernen die in 20 Minuten Arbeit mit dem Pferd so viel über sich selbst, wie sie in einem Rollenspiel, in anderen Seminaren oder in theoretischen Abhandlungen nie lernen werden. Klingt aber theoretisch. Mehr Praxis bitte. Ich bin jetzt mal der Topmanager. Das Pferd kennt ja dieses ungeschriebene Gesetz. Wer den anderen bewegt, ist der Boss. Gehen Sie nochmal ran. Fangen nochmal vorne an zu streicheln. Und jetzt überlegen Sie sich, was Sie machen, damit Sie an diese Seite kommen, wo Sie ursprünglich hin wollten. Vielleicht halten Sie den Kopf ein bisschen vom Pferd. Bleiben dicht am Pferd, streicheln und sollten sofort auch entspannt sein und ein gutes Gefühl haben. Genau. Pferde sind Feinstbeobachter. Muss ich auch so traben wie Sie? Ach, es ist ganz gut, so den Rhythmus vom Pferd ein wenig aufzunehmen. Pferde lieben Rhythmus. Wir sind Ursache für Wirkung. Das ist das, was ich den Managern rüberbringen soll. Weiter hier ranbleiben, dranbleiben, wackeln Sie mit den Armen. Und jetzt fragen Sie nochmal um Galopp, wackeln Sie mit dem Seil, mit dem vielen Seil, bisschen mehr. Und jetzt fahren Sie die Schultern runter, entspannen ein wenig und werden feststellen, das Pferd wird ruhiger werden und das hat mit Ihnen zu tun. Das heißt, ich habe jetzt das Pferd beeinflusst in seinem Verhalten. Sie haben das Pferd beeinflusst. Das ist die Essenz des Manager-Seminars. Ja, zu merken, ich bin Ursache für Wirkung. Ich kann bewegen, ist die Frage, will ich bewegen und weiß ich, wohin, dass ich bewegen will. Manager-Crashkurs erfolgreich absolviert. Super. Manager. Und wieder was gelernt, aber zurück zum Anfangsauftrag, Thema Öko. Denn ein Alternativ-Öko-Dorfprojekt fehlt am Ende noch, der Vollständigkeit halber. Nämlich die Benrother Milchtankstelle, an der man sich jederzeit ein Schlückchen Milch zapfen kann. Frisch gezapft schmeckt es ja immer noch am besten. Wirklich? Ja, schmeckt echt am besten.